Der ist, ach, der ist gerade im Venice, glaube ich. Oh, was hat denn der für einen riesen Shop, sag mal. Warst du hier schon? Oh, ein Hase, ein Banner mit einem Hasen drauf. Ich will auch so einen Hasen haben. Zeig mir mal einen richtigen Hasen. Ja. Touch the northern lights. We could leave the world. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider mit Andy Lime, das kleine Schwein. Hi. Noch mehr. Du hast deine Hose noch an und dein. Nee, okay, Themawechsel, ist noch nicht 22 Uhr, Kinder. Also wirklich, benehmt euch! Der I macht den hässlichen Kopf weg. I macht den. Ach, die sind beide hässlich. Na egal. Andi, bleib Wieder in hier. meiner Höhle, Gollum verschwindet. Gollum. Lava, ich liebe Lava. Ja, genau, er ist unten bei der Weed Farm. Genau, der Andi ist gerade dabei, noch das Dach fertigzustellen, beziehungsweise es dauert eine Weile, weil er musste erstmal Clay kaufen. Hast du überhaupt Clay gefunden irgendwo? Ja, ich habe die Shops leer geräumt. Dann erzähl mal, wo du Clay gekauft hast, in welchen Shops. Weiß mal, okay. Wow. Siehst du, Smokey, er kauft gerne bei dir ein, auch wenn es kaputt ist, die Ware. Also er mag die kaputte Also Ware. voll die beschädigte Ware. 18 Clay hat es ja noch, ne? Echt? Nur 18 Clay? 18 Clay und ein Brick. Ach du Scheiße, wir bauen wirklich hier verschwenderisch, ne? Ey, dafür, dass wir so Ja. viele Ziegel eigentlich aus den Kisten gezogen haben, ne? Aber jetzt ist doch weniger als gedacht. So, ich bin dabei, schon mal den Apropos. ersten Shop-Teil einzurichten. Also wir haben das Bettenlager jetzt fertig. Später wird natürlich das Bettenlager weggeräumt, da wird der Shop natürlich erweitert. Aber wir können ja schon mal so kleinere Sachen hier unten verkaufen. Hier vorne die Spendenkisten lassen wir noch, weil ich bin gerade zu faul, die aufzuräumen. Wer wie sehen könnte, ist eine Menge hier drin, ne? Obwohl, die Eier räumen wir weg. TNT. TNT. I'm Dynamite. Hier ist noch mehr AIDS. Vor allem, schade, man kann nichts in der Luft Noch mehr sprengen. AIDS? Wie bitte? Nix, 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 Ach nix. so. Ich überlege gerade, wie ich jetzt die Regale mache, wo ich die Kisten raufstelle. Weil vor Fenster ist ja scheiße eigentlich. Ich habe eine Glasscheibe übersehen. Ups. Da ist ein Loch im Fenster. Nein, wie kann sowas passieren? Hallo? Kannst du nicht aufpassen? Nö. Er geht's wieder shoppen. Genau, er verprasst die ganze Kohle bei Smokey. Und natürlich auch in anderen Shops bei Splees. Und was auch bei Splees? Nee, ne? Nee. Ich glaube, der hatte auch kein Clay. Splees, du kannst ja gerne mal eine Comments schreiben, ob du Clay hattest. Vielleicht lüge ich ja die ganze Zeit. Ne, das kann ich manchmal ganz gut. Also wenn ich nicht hingucke. So, warte mal, erstmal hier nach. Wegräumen. Weg damit. Oh, Ach Alter. komm schon, das wollte ich nicht haben. Du nimmst doch alles, hallo? Du bist doch da nicht so wählerisch. So, ich überlege gerade, wie ich die Regale mache diesmal. Oh, Entschuldigung, ich habe Fenster offen. Das kann sein, dass ihr jetzt gerade die Harley gehört habt. So ganz dezent. Wir machen erstmal nur einzelne Truhen, oder? Das so, also nicht doppelt, Ja. weil das wird sonst zu viel. Aber ich mach mal. Wie viel mache ich denn jetzt? Ich hatte nicht wirklich Glück. Ich habe noch nur Mystery Key rausgezogen. Wie? Ja, ich habe meine Keys, die wo ich von den World Events mitbekommen habe, Ah, okay. habe ich mal schnell Glück probiert und naja. Ich war diesmal nicht bei dem Vote-Event groß da. Also ich war offline so viel. Und ich habe gar, ich glaube, einmal einen Key gekriegt. Oder zweimal. So eine Cave Spider Keys. Also keine Mystery. Jetzt hätte ich fast schon wieder Magic Key gesagt. Entschuldigung, Cave, es tut mir so leid. Ich muss es noch üben. Die sind nur so magisch. Genau. Mystery. Nein, die sind mythisch. Mysteriös. Entschuldigung, nicht mythisch. Mysteriös. Die sind einfach nur ekelhaft. Cave, nein, er meint es nicht so. Er hat einen Dachschaden. Achso, ich kann auch auf. Übrigens, wir wissen, dass wir Workbench mit WB machen können. Ich bin nur so nostalgisch. So, Schilder brauche ich nämlich auch noch. So, die müssen jetzt erstmal reichen. Sticks. So, jetzt machen wir noch ein paar Schilder. Ich hoffe, erstmal 15 reichen erstmal. Genau, dann gucke ich erstmal, dass ich da die Regale. Ich habe eine Idee. Ich hab da so eine Idee. Ich hab da eine Idee und die Obwohl. hat da was mit zu tun. Genau, ein bisschen, ein bisschen. Oh, ich habe wieder diesen Rennbug, ey. Das ist so eklig. Da wird mir immer so schlecht. So, wisst ihr, ich kurz vorm Brechreiz und dann doch nicht. So, genau. Boah. So, warte mal, ich mach das mal so, dass es ne Andis Ordnung behält und nicht so scheiße aussieht. Warte mal, ich mach wieder WB. Ihr könnt übrigens auch EC machen, dann habt ihr die Ender Chest. Ne? Nur für die Klugscheißer unter uns. Ich wollte nur Die drauf hinweisen. Wissbegierigen. Genau.
Für die Wissbegierigen. Genau, wir lassen mal Andi da oben jetzt arbeiten. Ich mache jetzt das Regal. Ich überlege bloß gerade, wo ich anfange. Dass das nicht so scheiße aussieht. Hier oben sind doch eigentlich Lampen. Dann kann doch die hässliche Fackel hier weg. Dann mache ich das nämlich so. Dann hat es ein bisschen sowas. Weil wir müssen ja noch Bilderrahmen da drüber machen. Oh, jetzt hätte ich fast schon wieder gerülpst. Ich hab's echt heute mit dem Kaffee, ne? Also ich bin Rülps-Queen Nummer 1, Number 1, ne? Oder Number 5. Ja, egal. Ich glaube, den Scherz kennt keiner. Number 1 Bullet of the Week? Ja, Number 1 Bullet of the Week. So, machen wir das so ein bisschen. So viel Ware haben wir eh noch nicht. Aber dass wir schon mal ein bisschen anbieten können. Dass wir mal ein bisschen Kohle reinkriegen. Biete doch dich mal an. Mach das, komm her. Hier, ein Schrein für mich musst du noch bauen. Aber leider gibt's ja meinen Kopf noch nicht. Ich hab's versucht zu farmen, aber die droppen so scheiße. Wie steht die Chance, dass die droppen? Ich glaube 1%. Oder noch weniger. Ich weiß nicht, wie das hier auf dem Server eingestellt ist. Scheiße, weißt du, was wir jetzt für ein Problem haben? Wir haben kein Leder, ne? Doch, haben wir. Wie viel denn? Und wo? Ich glaube, so viel haben wir jetzt nicht an Leder. Ich brauche Bilderrahmen, deswegen. Brauchst du das? Ja, ja. Ich suche gerade das Leder, aber ich finde es nicht. Ich guck mal eben. Zur Not gehe ich gleich mal Leder kaufen. Dann mache ich kurz mal Warp. Genau, fürs... Warte mal, /EC. Zweimal Leder. Ich habe 11 Leder. Ach, du versteckst die. Die reichen ja. Ich habe ja eine Tasche gehabt. Die reichen, glaube ich, sogar. Okay, die Kurbel. Warte, ich komme. Ich bin bei den Kisten. Ich schmeiß runter. Hallo, du da. Kennst du mich noch? Okay, eben nicht. Erstmal gehen. Der Blick erstmal voll um mir dreht und hat mich ignoriert. So, jetzt brauche ich wieder Sticks. Die kenne ich nicht. Nein. Bloß weg. Gruselig. Die quatscht mich an. Ekelhaft, Frau. Ekelhaft. Warum sind die Knochen drin? Das warst du aber. So, das brauchen wir. Wir brauchen nämlich Sticks. So, viele Sticks. Ich behalte... Ach, guck mal. Wer geht denn jetzt gerade? Nachti? Boah, endlich geht's. So, Mäuschen wollte ich schon schreiben. Aber nee, wir wollen es ja nicht übertreiben. Endlich! Die ist bestimmt schon weg, oder? Ja, ich glaube, ich sehe sie nicht mehr. Oh, die hat gleich ausgelockt. Ich hätte gewusst, was kam. Die wusste, ich glaube, die hat es jetzt, weil die steht ja auch sehr früh auf, die arbeitet ja auch im Handel. Oh, die ist, glaube ich, auf dem Fischmarkt. Soweit ich weiß. Auf dem Fischkuttermarkt? Fischmarkt, ja. Ich weiß gar nicht, wo sie lebt. Muss man mal fragen. So, ich wollte doch gerade Sticks machen. Bibi. Das ist eigentlich auch ist irgendwie falsch. We're back. Ja, we're back, genau. Welcome. So, jetzt machen wir erstmal ein paar... Daran. Oh, die Sticks reichen nicht. Toll, ich dachte, ich nehme immer zu wenig Holz für sowas. Ich kann momentan nicht weiterbauen, ich bin ausgebrannt. Ich gehe gleich mal. Versuch mal alle Shops, also du die Shopliste. Scheiße, jetzt habe ich Kisten gemacht. Ich Trottel, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Sticks machen, Mann. Warte, ich gehe gleich mal die Shops durchstöbern. Du kannst ja irgendwo was anderes machen derzeit. Zum Beispiel, keine Ahnung. Du kannst ja mal Ware zusammensuchen, wo wir viel haben, was wir gut verkaufen können, glaube ich. Eisen und sowas. Ich suche auch mit Shops, das ist immer besser. Was? Ich suche auch mit bei den Shops. Okay, warte, ich mach nur schnell die Bilderrahmen schon mal anbringen. Und dann gehe ich auch auf Shopsuche. Dann machen wir mal ein bisschen Werbung für andere Shops. Oh, hier ist irgendwie ein bisschen dunkel, die eine Ecke. Ich glaube, da muss ich doch eine Fackel hinhauen. Wir müssen schon mal ein bisschen was verkaufen. Außerdem geht es auf mein Konto, das Geld so. Habe ich entschieden. So, wen haben wir denn als online? Redix, der ist auch bei unserem alten Server. Dann gehen wir mal dahin. Gucken, ob der einen Shop hat. ES, Warp, Redix. Pass auf, meine funktionieren alle. Hä? Der war doch gerade noch online, oder? Ja. Jetzt nicht mehr, glaube ich. Nein? Dann nehmen wir einen anderen. Doch, der ist doch noch online. Wieso kann ich den nicht suchen? Dann hat er keinen Warp, wa? Mhm. Den nehmen wir halt. Wen nehmen wir denn? Fangen wir mal oben an. Der ist Pro. No. Ich gehe zu Josef Hohlenstein. Der hat 100 Pro einen Warp. Das ist nämlich der reichste, glaube ich, auf dem Server. Weiß ich gar nicht. Ne?
Jetzt Bob. Keine Ahnung. Josef, der hat früher auch bei Scale Party gespielt. Ja, der hat einen Shop. Das ist schon mal schön. Das nehmen wir auf Clay. Smooth Bricks hat er. Oh, bei mir leckt's. Stone. Das sind Sonderangebote, hat er gerade. Aber keine. Gucken wir mal weiter. Alles von Acker, Essen und Zubehör. Ne, das brauchen wir nicht. Das müssen wir da hinten. Der hat nämlich einen richtig großen Shop sogar. Zur Monsterfarm wollen wir auch nicht. Was ist hier? Eine Pilzkuh. Lecker! Jetzt habe ich richtig Hunger auf gebratene Champignons mit Zwiebeln. Du auch? Was? Hast Was? Du jetzt auch Hunger bei Pilzkuh auf Pilz, gebratene Pilze? Ich krieg da immer voll Hunger. Nein, unbedingt. Magst du keine Pilze? Doch. Ich esse gern gebraten. Und jetzt habe ich richtig Hunger. Aber ich habe heute noch nichts gegessen, deswegen. Ich habe heute null Diät gemacht. Also Scherz. Ich habe einfach keinen Hunger gehabt tagsüber. Und jetzt habe ich Hunger. Smooth Brick. Oh Mann, wo? Der muss doch irgendwo Ton haben. Stone Button? Hä? Da klicke ich jetzt nicht drauf. Hier ist schon mal. Ey, das Clay ist bei dem schon teuer. Echt, ja? Wo bist denn du? Bei Josef? Nein. Und ich finde keinen Clay. Der hat irgendwie keinen Clay. Warte mal, geht's noch hoch? Komm, Josef, du hast doch bestimmt. Hier ist ein Dorfbewohner. Der kostet hier kostet nur 4.500. Ich brauche doch bis Clay. Leder. Schleim. Clay. Wo ist Clay? Komm, der muss doch irgendwo Clay haben. XP-Bottle. Flint. Es kann doch nicht sein, dass die nirgendwo Clay haben. Josef, wo ist Clay? Ich glaube, jetzt habe ich schon alles angeguckt. Yay, der ist ausverkauft. Oh, na super. Wo bist du denn? Bei wem? Ich bin... Nein, Clay ist kein Schild dran. Okay, MC Mindfact. Okay, damit ich weiß, wo ich nicht hingehe. Ach Mensch, also wie gesagt, guck mal bei dem Josef Hohlenstein vorbei. Wen nehme ich denn jetzt? Ich nehme jetzt Fehler 21. Das kann doch nicht sein, ey. Die ist wirklich Mangelware. Ja. Okay, Fehler 21 hat anscheinend keinen Shop. Dann nehmen wir den Ferdi. Falls du da nicht schon warst. Meinst du Ferdi oder Freddy? Ferdi. Da war ich, glaube ich, schon. Ah, okay, dann gehe ich woanders hin. Dann nehme ich halt Ferbinator. Oh, man, schon wieder Nase putzen. Oh, ich glaube, das ist nur ein kleiner Shop. Scheiße, was? Das ist mein Shop. Kauft euch glücklich. Ja, ich kaufe mich immer glücklich. Danach bin ich nämlich immer total deprimiert, weil... Ah, nee, das ist nur ein ganz kleiner Shop. Diamond, Bone, Kohl. Mützell haben wir selber massig, ey. Nee, das ist schade, ja. Ist nur ein ganz kleiner. Dann nehme ich halt... Da war noch was mit F. Flanders. aus... Flanders ist es nicht der aus, Simpsons? Der Nachbar? Der Eklige? Viel Spaß. Shop noch im Bau. Flanders? Mhm. Ja, so ein bisschen. Aber der wird anders geschrieben, ne? Das ist der super Christ. Ihr stimmt. Ja. Der mit seinen Söhnen, ne, die immer beten. Ja. Also der hat schon ein bisschen... Mann, ey, du kannst irgendwelche Formen bauen mit dem Nether-Portal. Echt? Der hast du gefragt? Ne, ich seh's gerade. Ach so, cool. Das ist cool. Dann brauchen wir keine Balken dazwischen klatschen, oder was? Mhm. Das ist praktisch, weil ich mag ja so schön formte. Ach, schade, der hat auch nicht viel hier in seinem Shop. Schade. Leute, ihr müsst doch irgendwo Clay haben. Clay! So, warte mal, wen nehme ich denn jetzt? Wer ist noch online? Shitwix, warst du bei dem schon? Nein, bei dem war ich noch nicht. Mit dem hast du davon geschrieben, da geht man als erstes. Hallo? Ups, Shitwix. Shitwix. Das hört sich so falsch an. Vor allem, der hat nur Cobblestone, so wie Giant. Der hat eine kistenweise Cobblestone, aber günstig. 4 für 4. Ein ganzes Stack. Beacon hat er für 35.000. Oh, das ist aber günstig, wenn man so viel Kohle hätte. Und wir können uns ja seinen selber basteln. Wir haben ja eine Spende von der Smokey gekriegt. Mal sehen, ob wir den verlosen oder ob wir den selber behalten, wa? Mhm. Weiß ich noch nicht. Slime Ball, Kohl. Warte mal, ich guck mal weiter. Ach, das ist von Bopati. Bopati, Entschuldigung, habe ich falsch... Ich weiß, wie du heißt, aber ich habe das falsch vorgelesen. Ach, schade, der hat nur Glas und sowas und Stone. Cobblestone-massig. Shitwix ist jetzt... Haben die vielleicht zusammen eine Insel? Stimmt, hier war ich doch schon mal. Bei Babo Party. Okay, da habe ich noch ein bisschen Clay.
Ist noch mehr Cobblestone. Er hat nur Cobblestone überall. Ausverkauft. Nein. Also es kann doch nicht sein, dass es jetzt an Cobblestone scheitert. So, ich gehe. An Cobble. Ich gehe jetzt zu Sonny Girl. Das ist eine von den Supporterinnen. Die Conny, glaube ich. Yes, Bob. Sonny Girl. So, mal sehen, ob sie für uns Clay hat. Ich habe Hunger. Und außerdem ist die Folge bald zu Ende, wenn wir so weiter. Ja. So. Rotten Flash Lock. Mal gucken, ob sie für uns Clay. Clay, bitte Clay. Mystery Crate Keys gibt's hier. Das kann nicht sein, das ist hier Mangelware. Das ist ja wie zu Ostzeiten, ey. Ja. Wie die Bananen damals. Geht der Shop noch? Ach, schade, der hat auch bis einen kleinen Shop. Schade, auch nix. Wo, wen haben wir noch? Sandy Matt kennen wir nicht. Zockerboy. Win-Win nehmen wir mal. Win-Win. Yes, wow, Win-Win. Schaut mal bei den Leuten vorbei, wo wir vielleicht joinen. Vielleicht gefällt euch ein Shop. Wuff und Schnuff ist ja auch online, hat gar nicht gesehen. Aber ich geh jetzt erstmal zu Win-Win. Ach nee, die ist auch, die nicht online sind, werden eine Zeit kann sein, ja. Ja. Aber ich will ja die auch zeigen, die online sind. Aber Win-Win hat keinen Shop. Aber hier, Warp Item Shop, gehe ich mal hin. Yes, Warp Item. Shop billig. Der hat gar keinen. Warum nennt er sich denn Item Shop, wenn er ja keinen Shop hat? Ach so, nee, da kommt noch ein Warp hin. Yes, Warp. Warp. Matze. Hä, hey, warum kein... Der hat keinen Shop, der Item Shop. Ich frag mal im Chat. Oh, ich hab immer noch diesen Krach hier. Ha. Suche massig Clay. Oder Bricks. Oder. Ne, wie heißen die denn? Heißen die nur Bricks? Ja, ne? Ja. Ziegelsteine. Genau, dann zeig mal von Sonny Girl hier die Insel heimlich, ohne zu fragen. Oh cool, die hat auch geile, die hat auch eine Mühle, würde ich gerne auch haben diesmal. Gibt's beides bei ES Warp Lars? Lars, hast du nicht eine bis bald? Vor allem Bricks bis zum Abwinken, dann kaufe ich die halt teuer. Jetzt kaufe ich die mal. Yes, Warp. Dann gehen wir mal zum Lars. Warp. Lars. Ist auch, glaube ich, ein Supporter, ne? Lars Dosch. Ja. Ach, der ist gerade im Vanish, glaube ich. Oh, was hat denn der für einen riesen Shop, sag mal. Warst du hier schon? Oh, ein Hase. Ein Banner mit einem Hasen drauf. Ich will auch so einen Hasen haben. Zeig mir mal einen richtigen Hasen. Ja. Erstmal Finn, ey, bei dem riesen Shop hier. Wo was ist? So eine kleine Ausschilderung wäre praktisch. Weil wir haben ja eigentlich die Folge schon längst vorbei. Ich glaube, das machen wir jetzt offscreen weiter suchen, ne? Kurz, schnell und machen dann in der nächsten Folge weiterbauen. Gut, dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal wieder mit dem Andi. Ciao. Schaut noch bei ihm auf dem Channel vorbei und lasst uns doch ein Like da. Würden uns sehr freuen drüber. Ciao.